Weiter geht es mit einer neuen mysteriösen Folge Atomic Heart. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer mysteriösen Bewertung unterstützt haben. Wir sind drin hier und ich musste mir wirklich einen Guide angucken. Und zwar gibt es hier irgendwo, ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm wo, aber hier in diesem Umkreis gibt es irgendwo so eines dieser Raumtrenner, ja, so einer hier. Und dort sind blutige Handabdrücke drauf und diese Handabdrücke ergeben wohl das Muster. Also es sind irgendwie, glaube ich, sogar zwei Raumtrenner, die so stehen. Und dann sind hier irgendwie die Handabdrücke drauf und dann hast du das Muster. Vier Handabdrücke müssen es sein, ne, weil du brauchst ja vier von diesen Dots, die du hier drücken musst. Und dann kannst du diese Tür hier öffnen. Also ich wäre darauf echt nicht gekommen. Da sucht man ewig lang rum. In einem Let's Play auch ein bisschen doof. Aber man will ja auch wissen, was hier drin ist, ne? Die Neugier. Die Neugier. So. Jede Menge Loot ist drin. Irgendwas Spannendes. Hat sich das jetzt gelohnt? Es sind Baumaterialien drin. Ich glaube, deswegen allein lohnt es sich ja. Hier diese Mikroelektronik und so, die braucht man. Die ist schon wichtig, wenn man hier upgraden möchte. Und wir brauchen es ja. Wir brauchen es ja sogar wirklich. Ansonsten, Leute, bitte nicht vergessen, bewerten und kommentieren. So könnt ihr mir super krass, mega, hyper geil weiterhelfen. Großes, großes Dankeschön. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, und ich habe ja gesagt, ich werde mir jetzt auch nicht irgendwie einen Stress machen, da durchzurushen. Ich will mich eigentlich umgucken und das Spiel erleben. So, müssen wir hier durch? War das der Weg? Ich glaube, hier sind wir sogar an der Stelle, wo die Handabdrücke sein könnten. I don't know, aber irgendwie sowas ist das hier. Ah, hier. Hier, da soll man das irgendwie rauserkennen. Ah ja, guck hier und hier und hier. Ja gut, das ist die Stelle. Jetzt habe ich sie euch auch noch gezeigt. Das ist die Stelle, wo man das anscheinend sieht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin total verwirrt. Hier unten schon beim Keller nicht anscheinend. Der Keller ist wohl nur wirklich optional. Um eben an diesen Code ranzukommen. So, nach oben vielleicht. Wir sollen ins Labor. Das Labor befindet sich hier. Nee, hier ist auch zu. Gott, was für ein Labyrinth. Hier waren wir doch auch. Da kommen wir in diesen eingeschlossenen Raum, soweit ich weiß. Oder gibt's da... What? Oder gibt's da noch einen Weg, den ich übersehen habe? Nee, hier ist zu. Finde einen Weg in die Labore. Alter, hier drin ist so dunkel. Stampf, Stampf, Stampf. Oh, ne, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Ne, das ist kein Weg ins Labor. Waren wir nicht irgendwo schon mal vor einer Tür, wo ich irgendwas öffnen konnte? Tja, das Spiel ist halt dann doch irgendwie oft ein wenig verwinkelt. So, komm. Quetsch dich da mal durch. Naja, Labor. Das Ding haben wir geöffnet. Im Keller waren wir. Kannst du eigentlich nur noch hier weitergehen? Ah, Moment. Ich glaube, hier geht's nochmal rum. Stimmt, und dann geht's hier nochmal runter. Ja, jetzt haben wir's. Ich würde sagen, wir speichern noch ganz schnell. Dankeschön. Okay, jetzt sind wir hier komplett durch. Und irgendwo hier war doch eine Tür. Maybe this way. Stimmt, und dann hier. So, jetzt bin ich wieder auf Linie. Und hier geht's auch wieder richtig ab. Moin. Ihr Stinker. Oh, der ist erledigt. Da, hier hast du ein bisschen Schnodder. Das ist so eine brutale Kombo, ne? Und dann hier Bams, Bams. Und erledigt.
Und Schmodder! Das Geile ist, jetzt mittlerweile mache ich mit dem Strom auch alle weg. Also jetzt fegen wir richtig durch. Woher kommt ihr denn? Ah, ihr geht. Stinker. Fiese, fiese Stinker. Mein Handschuh, der will nuckeln. Der nuckelt heute eine Menge, wie es scheint. Der alte Nuckelhandschuh. So, hier soll ich dran drehen. Gut, drehen wir mal dran. Was hat's gebracht? Kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwas verschieben? Hier komme ich nicht drüber. Okay. Also ich konnte auch nur einmal dran drehen. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Bäh. Rein in die Gülle oder was? I. Okay, muss ich jetzt das Wasser ablassen? Weil das ist kein Poli. Das ist Wasser. Warum braucht der eigentlich keine Luft, der Kollege, ne? Der kann hier endlos durch die Gegend flippern. Ja, aber hier oben komme ich nicht raus. Ah, warte. Ah. Ah, wir haben Wasser wahrscheinlich reingelassen, damit wir da hinkommen. Okay, ich verstehe. So. Öffne mal den Quark hier und... Warum sind hier überall Menschen? Aber wenigstens... Ist das ein Dude oder eine Frau? Kann's nicht sagen. Keine Ahnung. Ich kann's nicht sagen, Freunde. Aber es wird anscheinend wieder sehr erotisch. Oh nee, wieder so ein Spaghetti-Monster. Oh nö, Mr. Spaghetti. Mag ich ja gar nicht, die Spaghetti-Dudes. Die Spaghetti-Dudes, die mag ich ja gar nicht. Obwohl mittlerweile mit meiner supergeilen Nahkampfwaffe sollte ich eigentlich bei dem richtig draufbatschen können, oder? Strom! Hört euch an, wie viel Damage das Ding macht und wie schnell es einfach ist. Ich wünschte, ich könnte noch in Anlage 9. Aber ich glaube, das ist ein weiter Weg dorthin. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch die Gelegenheit haben. Aber ich hätte mega Bock drauf, Anlage 9. Endlich mal eine Chica. Oh, du stinkst. Du stinkst, du alte Laborkittel-Maid. Irgendwie sind die schneller und aggressiver unterwegs, die Girls. So, war's das? Nochmal abgenuckelt. Was? Wo? Wie? Oh oh, was kommt jetzt? Ey, woher kommen denn immer wieder neue? Irgendwann müssen die doch mal alle leer sein. Wie sie auch richtig zerreißt, ne? So, hier ist noch irgendwie Schlodder. Weggeschloddert. Sich ausgeschloddert. Hier drüben. So, der ist auch erledigt. Auch erledigt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir Ruhe, oder? Ich meine, es schmatzt zwar irgendwie immer noch an jeder Ecke.
Oh, was ist das hier? Oh, cool. Eine Schlüsselscheibe, die wird wahrscheinlich wichtig sein. Die wird wahrscheinlich... Habe ich da hinten nicht auch noch irgendwas gesehen? Warte mal. Auch gegen die Fliegenden ist natürlich jetzt dieser Wurf geil. Nee, ist auf der anderen Seite. Nice. Bams. Bams. Und Dankeschön für den Loot. Und Dankeschön. Okay, das Ding muss hier rein. Also die muss man so oder so finden. Rams. Alright. Noch mehr mysteriöse Leichen. Eine Beschwerde! Hört zu! Ich reiche eine Beschwerde ein! Worüber denn? Über Stockhausens widerliches Verhalten! Ich war verletzt, hätte aber gerettet werden können! Ich verblutete und flehte ihn um Hilfe an! Aber euer Stock, ich weiß, dass ihr ihn so nennt, ist einfach weitergegangen! Er hat einer dieser Roboter-Ballerinas gesagt, sie soll mir auf den Hals treten, damit ich keine Geräusche mache! Dann war ich tot! Ja, Stock ist echt ein Scheißkerl, was? Das ist er! Absolut! Ich möchte, dass du diese Sache ans Licht bringst! Leite sie bitte an deinen Vorgesetzten weiter! Das ist beschämend! Es geht nicht um mich! Für mich ist es zu spät. Aber es geht um den Ruf der Anlage. Immerhin ist er der Assistent des Verwaltungschefs. Ich kümmere mich drum. Ich werde ihn für dich halbieren. Sind das hier synthetisch hergestellte Menschen? Es wirkt irgendwie fast so, ne? Weil ja... Sie haben ja gar kein richtiges Geschlecht oder so. Die haben ja alles irgendwie. Die haben ja einfach irgendwie alles. Speichere Daten. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten? Gehen wir mal bei den Waffen rein. Kann ich auch irgendwas verbessern? Nee, ne? Ich brauche dafür... Den haben wir auch schon auf Maximum. Den hübschen. Moment, nein, haben wir nicht. Hier. 11. Verringert den Schaden. Ja, dann war es eh schon wieder. Im Moment bin ich mit meiner Nahkampfwaffe eh so stark unterwegs. So, wir können hier mal ein bisschen leer machen. Im Moment bin ich mit der Nahkampfwaffe eh so stark unterwegs, dass ich gar nichts mehr benötige. Habe ich eigentlich einen Bauplan mittlerweile für diese guten Gesundheitsdinger? Ja, wir sind einfach so mega strong. So, Weg ins Labor. Gehen wir mal rein. Oh, geil. Der Handschuh nuckelt's einfach weg. So, moin. Was geht hier ab? Infos. Infos und Leichen. Und nun bist du fort, Professor. Was hast du getan? Ich sollte von dir lernen. Doch du hast mir nur Verachtung entgegengebracht. Mein Selbstwertgefühl hing von dir ab. Und nun? Aber gut. Ich habe ja noch Munition. Ich kann mich durch die Wissenschaft kämpfen. Und ich habe die Spieluhr mit deiner Lieblingsmusik aus deinem Büro gestohlen. Damit ich es nicht vergesse. Auge um Auge, oder? Im Tresor versteckt. Dem mit dem positiven Passwort, nicht dem negativen. Was soll ich je erreichen, wenn ich nicht mal zwei Tresore auseinanderhalten kann? Oh, du stinkst. Der Hund hat das Positive. Ey, ohne Kacke, ne? Die Girls halten mehr aus. Die Girls sind irgendwie stronger.
So, erledigt. Guck mal, sogar der hier hält weniger aus. Oh, nö. Oh, nö, ein Würstchen. Oh, I don't like this. Oh, das wird, glaube ich, eine richtig miese Nummer, Junge. Kann das sein? Alter, wie viel Damage ich aber jetzt hier bei dem mache. Das Blatt hat sich gewendet. Mother F! Bleib auf Abstand. Wow, 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 wow. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der legt aber auch trotzdem ganz gut los, ne? Der will grapschen, der Boy. Und sein kleiner Kollege will auch grapschen. Alle wollen grapschen. Hier, nochmal eine Runde. Alle kriegen was ab. Bitteschön. Ich muss die Kleinen loswerden, weil die machen böse Damage. Oh, was ist denn mit der Maschine hier? Ah, wäre vielleicht ganz nice, wenn er davon getroffen wird. Ich werde davon getroffen. Ja, war ja klar, dass ich es abbekomme. Oh Gott, jetzt hat er mich. B. B. A. Y. Okay, Hälfte. Komm schon. Big Johnny. Ist erledigt. Ich weiß gar nicht, ob der Eis geil findet. Kann man dich einfrieren? Boah, kann man. Okay, Eis bringt's. Der Nudelmann mag Eis nicht. Boah, der Sprengkollege hier. Wo ist der andere hin? What? Nudelmann? Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Aber er hat noch Leben. Laut dem Balken da oben hat er noch Leben. Yo, Nudelmann. Okay, da hinten ist noch jede Menge Zeug. Bams. Ist erledigt. Ah. Ah. Ey, ey, bleib liegen. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. In welche Dimension der gepeitscht wurde. Ich hoffe nicht, dass der tot sein muss, um hier weiterzukommen. Weil dann haben wir ein richtiges Problem. Dann haben wir ein richtiges, richtiges Problem. Keine Ahnung. Schöne Scheiße. Was ist das, Charles? Eine Leichenhalle? Genau. Hier werden die Toten zur weiteren Untersuchung aufbewahrt. Ja, aber so viele? Hier wimmelt es von Leichen. Wo kommen die alle her? Es sind Dutzende. Und die meisten sind noch ganz jung. Das sind die Leichen von Freiwilligen, die bei gefährlichen Experimenten starben. Ach du Scheiße. Ich weiß ja, dass man bestimmte Experimente nicht an Mäusen oder Schweinen oder so durchführen kann, sondern Menschen dafür braucht, aber so viele. Das ist doch total krank. Tja, und leider läuft in der Wissenschaft nicht immer alles glatt. Manchmal sterben Freiwillige. Das hier soll dafür sorgen, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Die Leichen werden obduziert, damit dies nicht wieder geschieht. Scheiß auf dein Manchmal. Hätten sie nicht einfach zum Tode Verurteilte nehmen können?
aber selbst dann... Nicht alle Experimente lassen sich am Bodensatz der Gesellschaft durchführen. Manche wichtige geheime Projekte erfordern psychologisch gesunde Freiwillige. Und manchmal gehen diese Experimente tragisch aus. Tragisch ist untertrieben. Glaub mir, Genosse Major, es gibt Dinge, die viel schlimmer sind als das, was du hier siehst. Manchmal führt der Tod von Freiwilligen zu Durchbrüchen, die Millionen Leben retten. So wurde der Impfstoff gegen die braune Pest entwickelt. Lass uns weitergehen. Das muss ein Ende haben. Tja, das stimmt irgendwie leider auch, ne? Das stimmt irgendwie leider auch. Auch wenn das Leute immer nicht hören wollen. So, Kies redet wieder Dreck. Kies redet wieder Dreck. Schon verrückt, wie Menschen heutzutage gegen Wahrheiten sind. Ne? Das ist irgendwie irre. Dass wenn jemand ein bisschen der Wahrheit ausspricht, dass du heutzutage schon irgendwie als Psychopath oder sowas abgestempelt wirst. Ich meine, nur weil eine Wahrheit unbequem ist, ändert es ja nichts daran, dass es eine Wahrheit ist, Freunde. Ne? Also... So ist es eben nun mal. Ja, so ist die Realität eben nun mal. Die Realität ist nicht immer nur schön. Die kann auch grausam, ekelhaft und unmenschlich sein. Ändert nichts daran, dass sie eben nun mal die Wahrheit ist. Hey, junger Mann, warte mal bitte. Wenn ich dir helfen soll... Nein, nein, du sollst der ganzen Menschheit helfen. Ja, das versuche ich doch. Nein, nein, lass uns keine Zeit verlieren. Von mir ist fast nichts mehr übrig. Hör zu, ich habe die Analyse durchgeführt, die Berechnungen angestellt. Dieses neuronale Netz, dank dem die Toten reden können. Das ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Und wie? Das sind doch nur Restemotionen. Nicht ganz. Ich habe gerade eine neuronale Netzmethode zur Polymer-Selbstanpassung entwickelt. Direkt in meinem Kopf. Wir können verhindern, dass das Bewusstsein verblasst und seine Impulse nutzen, um Maschinenteile zu steuern. So kann der menschliche Verstand praktisch in die Maschine übertragen und unsterblich werden. Okay, und was brauche ich dafür? Hör zu, es ist ganz einfach. Hast du einen Stift? Ich war überrascht, dass es so leicht ist. Wenn einem nur noch Gedanken bleiben... werden sie so klar und fließen so leicht. Spann mich nicht auf die Folter. Charles, zeichne auf, was sie sagt. Ja, ja, ich verblasse. Nehmen wir einen einfachen Sowjetbürger, den es in jedem Zuhause gibt. Hey, Genossin. Bist du noch da? Ich fürchte, das war's, Major. Die Neuropolymerladung ist aufgebraucht, obwohl sie kurz vor einem Durchbruch stand. Tja, Flucht der Intelligenz in ihrer reinsten Form. Tragisch. Einfach nur tragisch. Oh nee, wieder so ein Ding. Aber es war ganz leicht. Und irgendwie das Vieh da unten, Spaghetti-Mann, der ist immer noch irgendwo da unten unterwegs. Der ewige Spaghetti-Mann-Feind. So, hier öffnet sich das. Hier wird gespeichert. Hier kann ich leider nichts öffnen. Hier ist so eine Kiste. Loot. Und was brauche ich hier? Ja. So. Finde einen Weg ins Labor. Ich dachte, ich wäre jetzt mittlerweile im Labor, aber irgendwie... Moment, ist das einfach nur die andere Seite, wo wir schon waren? Yo. Na gut, wie es weitergeht, dann wohl in der nächsten Folge. Nicht vergessen, bewerten, kommentieren. Yada, 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 yada. Auf Wiedersehen und tschüss.